Hallo, mein Kirchhain. Das ist ein virtueller Chor und es gibt viele solcher Videos im Netz. Wie jeder von euch in Kirchhain und Umgebung bei so einem Projekt mitmachen kann, das erfahrt ihr jetzt. Ja, die Corona-Krise hat uns im Griff und man sieht förmlich, dass die Langeweile aller zu Hause gebliebenen überhand nimmt. Auf Facebook werden fleißig Texte kopiert und Netflix drosselt seine Übertragungsqualität. Und bei Candy Crush hat man jetzt unbegrenzt Leben. Ja, das ist die Realität, in der wir gerade leben. Ich denke, es wird Zeit für eine Maßnahme gegen den drohenden Heimkoller. Viele von euch haben vor der Corona-Krise, so wie ich, noch regelmäßig in einem Chor gesungen. Ob in Langenstein, Niederwald, Kirchhain, Anzefahr oder Emsdorf. Wer meine YouTube-Beiträge kennt, der weiß, dass Kirchhain eine vielfältige Chorkultur besitzt. Doch vorbei sind die Zeiten der Proben, wir müssen zu Hause bleiben. Also habe ich mir gedacht, warum die Zeit der ausgefallenen Proben nicht für ein gemeinschaftliches Projekt nutzen? Das Stichwort ist bereits gefallen. Es geht um einen virtuellen Chor. Dabei filmen sich in der Regel Menschen aus aller Welt beim Singen und laden das Video mit ihrem Gesangspart auf einen gemeinsamen Server. Am Ende entsteht daraus ein gemeinsamer Song in Form einer Collage aus mehreren Clips. Die Einzelstimmen vereinigen sich zu einem Chor. Ganz genauso läuft es mit diesem Projekt, das ich mir ausgedacht habe. Unter dem Codewort Chor Ona gelangt ihr auf ein Google Drive-Verzeichnis, in dem ihr alle nötigen Dateien zum Einstudieren findet. Und auch dort könnt ihr dann euer Video hochladen. Wenn genug von euch mitmachen, dann entsteht am Ende ein fertiger Song. Das Stück, was ich mir für unser erstes gemeinsames Corona-Projekt herausgepickt habe, sollte ursprünglich etwas sein, das vielen bekannt ist. Egal, ob ihr 20, 40 oder 60 seid. Und ich wollte etwas haben, das uns alle ein wenig aufbaut. Besonders passend zur aktuellen Situation fand ich die Textzeile "We're not gonna sit in silence, we're not gonna live in fear." Richtig, es ist You're the Voice von John Farnham. Meistverkaufter Song des Jahres 1986 und bereits von Helene Fischer gecovert. Für alle, die damit nichts anfangen können, hier eine kleine Hörprobe unterschiedlicher Interpretationen, an denen auch ich mich für dieses Projekt orientiert habe. So also hören sich andere an. Ich bin gespannt, ob wir hier in Kirchhain etwas Ähnliches auf die Beine stellen können. Eingeladen sind alle von euch, denn der Song wird nicht nur von Sängerinnen und Sängern leben, sondern hat darüber hinaus auch Parts von einfachen Klatschen über Percussion bis hin zu Instrumentalstimmen für Bläser, Gitarristen oder Pianisten. Oder einfach Parts für Menschen, die Spaß daran haben, Musik zu machen. Ihr kommt an die Noten und das Übungsmaterial, indem ihr einfach dem Shortlink bit.ly/corona folgt. Bitte darauf achten, dass Chor groß geschrieben ist. Dort findet ihr dann auch eine Teilnehmerliste zur Abstimmung sowie weitere Einweisungen und Tipps. Ich für meinen Teil kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich dieses Experiment entwickelt und bin jetzt schon fleißig am Üben. Wie immer gilt natürlich, liked und teilt dieses Video vor allem mit euren Gesangskumpanen und Kumpaninnen aus Vereinen und Chorgemeinschaften. Ich bin sicher, so erreichen wir schnell eine hohe Beteiligung und vor allem das wichtigste aller Ziele, denn Singen stärkt die Seele. In diesem Sinne, macht's gut und hoffentlich bis bald. Bleibt gesund. Euer Frank aus meinem Kirchhain.